Yo, Peace Leute und danke fürs Einschalten. Wir haben jetzt noch 39 Tage bis zum Tag X. Bis jetzt habe ich euch ja immer so ein bisschen gezeigt, wie es so läuft. Und das war bis jetzt auch eigentlich durchgehend alles positiv. Nun möchte ich euch aber auch sagen, wenn es nicht so positiv läuft. Wir waren am Donnerstag auf der FIBO und da hat es bei mir so ein bisschen angefangen, dass ich mich so ein bisschen kränklich gefühlt habe. Jetzt haben wir Montag. Ich trage es immer noch so ein bisschen mit mir rum. Und wenn man krank ist, auch in der Wettkampfdiät, muss man natürlich dementsprechend seine Belastungen etwas anpassen. Das heißt für mich aktuell Trainingspause, ich sag mal Cool Down. Ich habe freitags noch ein bisschen trainiert, samstags auch, aber alles sehr, sehr moderat. Und jetzt Sonntag und heute auf jeden Fall Pause. Ich denke von meinem Gefühl her, vielleicht wird es erst Donnerstag wieder hinhauen mit dem Training. Ja, die Zeit muss ich meinem Körper geben. Das ist ganz normal. Man läuft einfach immer Gefahr, wenn man krank trainiert. Und das ist relativ egal, ob man nur ein bisschen verschnupft ist, sobald wie man krank ist und seinem Körper nicht die Pause gibt, weiter trainiert, läuft man die Gefahr, dass man sich eine ziemlich miese Scheiße einholt. Und zwar eine sogenannte Herzmuskelentzündung. Jetzt tut sich eine Herzmuskelentzündung in der Regel nicht direkt bemerkbar machen, weil sich eine Herzmuskelentzündung erst dann bemerkbar macht, wenn nur noch 20% der Leistungsfähigkeit vom Herzen, ja, leistungsbereit sind. Und 20% ist verdammt wenig. Vielen Leuten passiert es eben, dass man krank ist und weiterhin seinen Sport betreibt. Und die Folge davon ist in 10 Jahren oder in 20 Jahren eben so ein Zusammenbruch oder da macht sich diese Entzündung von damals bemerkbar. Und das führt dann dazu, dass viele Leute nicht mehr Sport machen können. Und da ich diesen Sport sehr, sehr liebe und da ich allgemein Sport sehr, sehr liebe und auch sehr, sehr liebe, dass ich gesund bin, gehe ich da gar kein Risiko ein, egal ob Wettkampfdiät oder nicht. So, nächstes Thema ist aufgrund der Erkältung. Ich habe im Wochenschnitt letzte Woche leider 300 Gramm zugenommen. 300 Gramm, wow, ist nicht viel, ich weiß. Aber eben keine Fortschritte gemacht. Das ist aber auch halb so wild, weil es einfach auch viel Wasser sein kann. Also da mache ich mich eigentlich gar nicht verrückt. Dennoch, in Absprache mit meinem Coach, wird diese Woche eine kleine Speedweek eingebaut. Aus dem Grund, dass wir versuchen wollen, wirklich in 7 Tagen der maximal mögliche Fettverlust zu erzielen und jetzt das alles nochmal so ein bisschen ankurbeln wollen und ja, mal schauen, wie es dann aussieht nach dieser Woche. Es wird sich so verhalten, dass ich immer noch fasten werde. Aus dem Grund, ich habe die Erfahrung mit Fasten gemacht, dass es unheimlich gut in der Diät ist, weil man einfach weniger Hunger schiebt. Ich sage euch ganz ehrlich, mir ging es die ganze Zeit von der Diät und ich habe, wie im letzten Video erwähnt, ja 14 Kilo abgenommen und das alles eigentlich auch relativ radikal. Ich habe mich nie richtig schlapp gefühlt, hatte ab und zu mal ein bisschen Stimmungsschwankungen oder so, aber das war alles sehr, sehr moderat und für mich fühlt sich diese Diät eigentlich überhaupt nicht schlimm an und ich denke, es ist zwar meine erste Diät und ich werde mit Sicherheit Fehler machen oder habe auch Fehler gemacht bis jetzt, aber ich denke, ich mache gar nicht so viel verkehrt, wenn es mir eigentlich die ganze Zeit wirklich richtig gut geht dabei. Also meine Kalorien passen, meine Makronährstoffe passen. Ich schiebe nie Hunger, weil ich einfach schaue, dass ich clean esse. Und wenn man clean ist, dann kann man natürlich auch kann man sich natürlich auch dementsprechende Mengen zuführen. Wenn du dich an dieses Fasten gewöhnt hast und dann einfach dir diese 16 Stunden nichts essen eigentlich nichts mehr ausmachen, ja, schiebst du auch abends nicht so deine Hungerattacken. Und das finde ich ganz gut. Also kommen wir zurück zum Thema. Es wird weiterhin gefastet. Dann gibt es täglich 150 Gramm Eiweiß in Form von Hähnchen, eine Gurke oder 200 Gramm Tomaten. Plus 150 Zusatzkalorien, die man sich in Form von was auch immer reinziehen kann. Ganz wichtig, wenn ihr sowas ausprobieren wollt, bitte achtet darauf wirklich, dass es nur 7 Tage lang sind. Außerdem sollte man es eigentlich nur machen, wenn man 100% fit ist. Wir ziehen es jetzt so durch, weil ich fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich nicht krank oder so. Ich bin es halt einfach so ein bisschen, ne? Aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich möchte jetzt einfach diese Woche mal richtig reinhauen und einfach schauen, was denn da so drin ist in einer Woche. Zu verlieren habe ich da eigentlich sowieso nichts, weil ich bin immer noch zu fett. Das Ziel ist es jetzt einfach, absoluter Fettverlust. Yo, wir haben mittlerweile schon Freitag und die Speed Week ist fast abgeschlossen. Heute noch Samstag und Sonntag. Ist bis jetzt sehr erfolgreich.
Ich hatte mein tiefstes Gewicht heute Morgen mit 80,5. Ist auch ziemlich hart. Ich vorhin auch sagte, dass ich jetzt überhaupt gar keine Probleme damit hatte. Ja, diesmal, also jetzt diese Woche hatte ich das erste Mal so, wo ich mich wirklich, wirklich extremst leer gefühlt habe. Vielleicht kommen wir noch unter die 80 Kilo. Wäre auf jeden Fall cool. Und heute werde ich euch so ein bisschen zeigen, was ich denn in der Woche gegessen habe, weil es war einfach jeden Tag dasselbe. Und wir machen ein kleines Full Day of Speed Week Eating. Ja, so langsam werden auch die Haxen mal ein bisschen freigestellter, ein bisschen freier. Natürlich habe ich immer noch das Riesenproblem. Das werde ich euch am Samstag ein Video zu machen, warum das Bein hier so viel schlechter ist als das andere. Ja, Kaffee darf natürlich morgens nicht fehlen. Ich mache das morgens in der Regel immer so. Ich habe einen Tablettencocktail für die Subs. 10 Gramm Omega-3. Es gibt ein Multivitaminpräparat, ZMA, Vitamin D3 und K2. Und eine Kapsel von dem. Mein erstes Getränk kommt hier rein. Einmal das Kreatin. Ich weiß, es ist in der BCAA-Verpackung. Das habe ich von dem guten Kevin geschenkt bekommen. 5 Gramm Kreatin. Also 5 Gramm Kreatin ist einfach so die optimale Tagesempfehlung. Kreatin, das absolute Top-Supplement für einen Kraftsportler, eigentlich nicht ohne. Oh, ich hatte noch Grüntee vergessen. 8 Gramm L-Carnitin. L-Carnitin, Bitartrat, wichtig. Laut einigen Studien wäre die Wirkung von L-Carnitin nicht bewiesen. Aber 8 Gramm, glaubt mir, Freunde, klappt. Ganz wichtig fürs Immunsystem, Vitamin C. Ihr könnt euch auch Vitamin C in Kapseln holen, aber ich glaube, es gibt keine günstigere Variante wie die hier von Green Food. Und ich glaube, dass das 11 Euro gekostet hat. Ich habe da jetzt wirklich schon ewig dran. Wenn ihr euch nicht auskennt, würde ich mit Kalium so ein bisschen aufpassen, weil ein Überkonsum von Kalium, und der Überkonsum ist relativ schnell erreicht, wenn man so ein Ding hier hat und nicht weiß, was man tut, ja, der kann schnell zum Herzstillstand führen. Dass ich den ganzen Cocktail auch ordnungsgemäß und angenehm runterbekomme. Eine Packung Bolero. Ich habe hier Eistee Pfirsichgeschmack. Die Dinger sind kalorienfrei mit Stevia. So. Ja. Wenn das alles drin ist und das hier leer ist, dann ein kleiner Trainingsbooster rein, den trinke ich im Auto. Meine 2,2 Liter für im Training habe ich in der Kamera stehen. So, wir haben gleich 4 Uhr und das heißt für mich, dass es gleich Essen gibt, zum Glück. Ich habe gerade gekocht für heute und für morgen und zeige euch einfach mal so, wie die Speed Week bei mir aussah. Es ist halt leider sehr eintönig, aber es zeigt aktuell wirklich super, super Fortschritte. Ich zeige euch gleich auch mal die Form. Ihr habt letztes Mal im Studio, war natürlich super Licht. Mal schauen, wie das in meinem Schlafzimmer aussieht, ob ich da ähnlich aussehe oder ob man die Verbesserungen sieht. Ich denke, vor allem interessant wird es, wenn man sich nochmal das allererste, also mein erstes YouTube-Video anschaut, das auch diesen Titel trägt, mein erstes YouTube-Video. Ja, und dann schauen wir mal. Also abchecken. So, wir haben das hier, einfach nur Hähnchen mit ein bisschen Brokkoli. Tage über eigentlich so, dass ich den nicht benutzt habe. Und das Hähnchen eigentlich mehr oder weniger gegessen habe mit meiner geliebten No-Calories-Fitness-Soße. Das gibt es zweimal. In der Speed Week schaut man ja, dass man zu Gurken greift oder Tomaten und 2 Eier isst. Ich habe das hier so gemacht. Eine halbe Gurke und 100 Gramm Tomaten anstatt entweder eine ganze Gurke oder 200 Gramm Tomaten und 2 Eier mit so gefriergetrockneten Kräutern gewürzt. Und ein bisschen Leinsaatöl. Leinsaatöl ist das, eines der teuersten Öle, glaube ich. Hat sehr gute Fette drin und wir wissen, dass Fette wichtig sind für unsere Hormone, für unsere Hormonregulierung. 3 Mahlzeiten. Wir arbeiten mit 150 Bonuskalorien, die man in Form von irgendwas auch immer sich reinballern kann. Ich habe einen Tag so ein Maßeis gegessen, so ein kleines Maßeis. Das hatte 140 Kalorien oder so. Hat gut reingepasst. Aber das Problem war, ich hatte danach so unheimlich Bock auf mehr. Und da habe ich mir gesagt, nee, mache ich nicht. So, was habe ich dann überlegt? Trinkst einen Shake, hast noch mehr Eiweiß drin. Gemacht, Hölle, weil das Ding halt einfach nicht satt macht. Gute Alternative, habe ich ein Probepäckchen auf der Fibo bekommen. God bless. Habe mir das dann anschließend bestellt. Und zwar ist das Proteinpudding. Der ist von Cytec. Der hat
144 Kalorien, so eine Portion. Also passt optimal rein, hat 30 Gramm Eiweiß, ich glaube 1,6 Gramm Kohlenhydrate, 1,9 Gramm Fett oder umgekehrt, irgendwie so. So, und das gibt es bei mir zu essen die Woche oder gab es zu essen. Die Woche ist ja fast rum, es ist ja fast geschafft. Wir befinden uns jetzt 6 Wochen vorher. 6 Wochen? Ich glaube ja. Also ich rechne die, wenn ich von 6 Weeks out rede, dann rechne ich immer die Woche, in der ich mich befinde, mit dazu. Ich weiß nicht, wie das so in Bodybuilding-Kreisen normal gehandhabt wird. Ich mach so. Also, 18. Mai, Stichtag 18. Mai. Jo, dann schauen wir uns die Form an. Das war der aktuelle Stand. Im Prinzip komplett leer. Also diese Woche waren im Prinzip ohne Carbs. Vielleicht ein bisschen flach deshalb. Ich bin mit den Fortschritten eigentlich recht zufrieden. Aber ich weiß natürlich, dass es schwer wird. Gerade weil es auch mein erster Wettkampf ist, wenn man zum ersten Mal auf die Bühne geht und eine Diät macht, dann ist es so schwer, so knippelhart zu werden. Mein Ziel ist es einfach trotzdem gewesen, oder ist es immer noch, einfach einmal knippelhart auf der Bühne zu stehen, so knippelhart, wie es mir möglich ist. Vielen Dank für alle die sich das Video jetzt bis hierhin angesehen haben. Das war ein sehr langes, viel Erzählvideo, viel gequatscht. Ihr habt jetzt gesehen, mein Posing ist noch nicht so gut und daran will und muss ich arbeiten. Und deshalb fahren wir morgen, also mein Coach aus dem vorletzten Video und der Leiter der Fitness Factory, der auch starten wird, fahren wir nach Wörth zu einem Posing-Training. Und da wird mir dann das erste Mal so richtig geschaut, wie das bei mir aussieht und was ich besser machen muss. Im Prinzip wird mir gezeigt, wie das Ganze funktioniert, weil ich es einfach noch nicht weiß. Vielen Dank für all die, die das bis hierhin angeschaut haben. Das freut mich sehr. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so denkt, was für einen Weg ich so bin. Vielleicht jemand, der auch sowas ähnlich schon mal durchgemacht hat. Ich finde, Kritik und Austausch ist immer ganz, ganz wichtig. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Und Glocke an. Dankeschön. Ciao.